Kind, Kühe, ein Bundesrat und noch viel mehr in Kirchberg bei Bern. Nämlich 30 Jahre Schule auf dem Bauernhof. Aus Anlass von dem Jubiläum hat man gefeiert und gesungen, geredet und gelehrt, geschaut, gelacht und gegessen. Ganz nach dem Motto mit Kopf, Herz und Hand vom berühmten Schweizer Lehrer und Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi. Und auch ganz nach dem Motto von Schule auf dem Bauernhof. Denn was man selber anlängen kann, kann man sprichwörtlich auch begreifen. Denn nur was man selber sehen kann, bleibt länger in Erinnerung und man kann es auch besser verstehen. Dazu der Präsident der Schweizerischen Lehrerinnen und Lehrer, der Beat W. Zemp, früher selber Staugänger in Etiswil. Ja, ich vertrete dort Lehrerinnen und Lehrer von der Schweiz, die halt auch das Projekt Schulen auf dem Bauernhof sehr gern und sehr zahlreich benutzen. Und möchte auch Dankeschön sagen für das ganz tolle Event, das wir hier haben und vor allem für die 250'000 Schülerinnen und Schüler, die bereits das Projekt haben dürfen durchlaufen. Landwirtschaft ist ja etwas Grundlegendes. Findet es auch seine Grundlagen im Unterricht in der Schule heute? Immer weniger, muss man sagen, wissen ja Schülerinnen und Schüler, was eigentlich ein Bauernhof ist, woher unsere Produkte kommen. Sie haben hier die Möglichkeit, selber zu mosten. Sie können melken hier, Milch trinken. Sie können Tiere streicheln, ein Huhn mal auf den Arm nehmen oder auch mal einen Regenwurm anlängen, wenn sie gehen und vieles andere mehr. Und das sind ganz wichtige Primärerfahrungen, die vor allem für Kindergarten- und Primarschulkinder ganz entscheidend sind. Dass man auch eine Ahnung hat, wo sind die Ursprünge von der Milch im Tetrapack zum Beispiel? Ganz genau, dass man weiss, dass die Milch kommt eben nicht aus dem Tetrapack, sondern man muss sie gewinnen hier auf so einem Bauernhof und dass man eben auch selber mal etwas erfahren kann. Das weiss man aus der Reformpädagogik von Anfang des 20. Jahrhunderts. Das, was man selber macht, das lernt man, das weiss man und das, was man nur hört oder was man nur liest, viel davon vergisst man auch wieder. Ja, der Pestalozzi hat es natürlich anders formuliert. Er hat gesagt, Kopf, Hand, Herz, das ist wichtig. Das heisst, etwas, was man lernt, muss eigentlich alle drei Dimensionen ansprechen. Eben auch das Tun. Und das Tun kann man hier sehr gut lernen auf so einem Bauernhof. Und nachher meine Kühe, die haben auch ein Hausbang an, wo sie noch zusätzlich ein Nummer haben. Wie sich Schule auf dem Bauernhof so anfühlt, schauen wir doch einfach im Kurt Ledermann über die Schulter. Was denkst du, wie viel trinkt der Kuh? 3 Liter. 3 Liter? Ach, ein bisschen mehr. Wir schauen es dann an, wie viel sie trinkt. Ja? 5 Liter. Ja, das reicht nicht. Das reicht lang nicht. 6. Noch einmal viel mehr. 2. Ja? 20. Ah, das reicht gang noch nicht. 3. Reicht auch noch nicht. Heute denkst du, hier hinten habe ich Kannen, 4 Kannen, und da gehen 40 Liter rein. Jetzt reden wir mal von dem, was denke ich drin, wie viele Kannen trinkt eine Kuh im Tag? Ja? 4. Wenn sie ganz viel Milch gibt, extrem viel Milch gibt und nur Heu hat und trockenes Futter, dann kann sie also bis 4 Kannen trinken. Also 160 Liter kann sie trinken. Wenn sie wirklich extrem viel Milch gibt und es noch heiß ist, kann sie wirklich so viel trinken. Und wie viel frisst sie denn? Was denkt ihr? Wir hatten vorhin von Mägen. Weisst du, wie die Mägen heissen? Habt ihr das durch noch in der Schule? Nein, noch nicht. Also die Kühe die haben 3 Vormägen, sagt man dem. Das ist die Haube, der Pansel und der Blättermagen. Das sind die Vormägen. Und dann kommt der Labmagen, der entspricht eigentlich dem Magen des Menschen. Und der Pansel, das ist der grösste. Der hat 150 Liter Inhalt, Volumen, das sie einpacken kann. Also das frisst sie nicht gerade aufs Maul, aber sie frisst den ganzen Tag lang. Und sie frisst, was soll ich sagen, ein Drittel vom Tag, 8, 9, 10 Stunden frisst die Kuh, wenn sie ist auf der Weide Gras oder wenn sie im Stall ist, frisst sie Heu, wie wir hier haben. Und nachher haben wir... Ja. Hier noch 2 Musterli mit noch von mir daheim. Was ist das hier? Schmöcki, du Recki 3. Waldhefe. Wie? Kleine. Was denkst du? Misch, Wassergemisch? Mais. Sieht nach Mais aus. Hä? Ja. Es ist auch Mais.
Das ist Mais, he, was sie überkommen. Was ist denn das hier? Das, was sie rauslassen. Nein. Schmecken? Nach was schmeckt es? Hast du eine Ahnung? Nein. Schütti. Hä? Nein, das schmeckt doch nicht nach Schütti. Hä? Wollt ihr auch noch schmecken? Schmeckt nicht schlimm. Schmeckt nicht schlimm. Schmeckt fein. So leicht, ein bisschen säuerlich schmeckt. Es ist ähnlich wie Heu, es ist Silo. Und das ist einfach weniger angewölkt. Also das Heu macht man, bis es schön durch ist, bis der Tier schön durch ist. Und das hier ist weniger getrocknet. Und dann das kommt entweder in ein grosses Silo oder in Bauen rein, wie ihr es seht. Und dann kommt die Folie drum. Und dann gibt das eine Gärung und wird dann zu diesem Silo. Das haben sie auch ganz gerne und gibt Abwechslung neben dem Heu. Jetzt wollen wir einmal abwägen, wie viel Heu was eine Kuh frisst. Also sie hat einen ganz grossen Mageimer gesagt. Und jetzt wollen wir einmal abwägen, was eine Kuh frisst. Was denkt ihr, wie viel frisst eine Kuh? Wir haben hier zwei Bäckchen und drinnen ist eine Waage. Drinnen ist eine Waage, jetzt könnt ihr einmal machen. Dann ist eine Portion zu Weg für die Kuh. Kuh frisst. Und sie frisst viel, haben wir vorhin festgestellt. Sie hat einen grossen Pansen von 150 Liter. Sie hat mal viel drin. Stäubt ein bisschen, aber es macht nichts, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das ist lang. Habt ihr das Gefühl, dass Länge? Ja. Auf die Waage tun, dann tun wir es wägen. Jetzt haben wir natürlich die Bäckchen nicht gewogen, aber die tun wir nochmal schön. Das sind 4,5 Kilo. Und noch dies tun wir nochmal gleich drauf. Jetzt sind wir bei 8 Kilo. Und dann kann man jetzt sagen, Heu ist fast trocken, das hat etwa 88% TS. Da sieht man dann, also noch 12% Wasser sind hier drin. Das ist praktisch trocken. Eine Kuh frisst im Tag Minimum das Doppelte, was wir hier in 20 machen. Also nur den trockenen Substand. Wir sind hier auf dem Kleehof mit Kurt Ledermann. Ihr habt gerade vorher über die Kuh erklärt. Was ist genau eure Aufgabe? Meine Aufgabe ist hier, den Posten Kuh zu betreuen. Ich habe selber eine Milchviehherde daheim und bin angefragt worden, ob ich hier mithelfe. Beim Posten Kühe habe ich gesagt, ja, selbstverständlich helfe ich hier mit. Ich will das den Kindern auch näher bringen, was sie sehen, von wo was eigentlich auch die Milch stammt und was es dazu braucht, für was sie können Milch trinken können. Ihr erklärt alles ziemlich detailliert. Was erklärt ihr alles? Auf einmal, was die Kuh frisst, was sie braucht und nachher auch, wie nachher die Milchproduktion stattfindet und was es braucht dazu und warum was eigentlich eine Kuh Milch gibt, der Grund dazu. Wissen ihr es, wieso eine Kuh Milch gibt? Weil es eine Kuh ist, denke ich. Diese Antwort allein genügt nicht. Denn nicht jede Kuh gibt so jeder Zeit Milch. Es braucht dazu ein bestimmtes Ereignis. Wer die Schule auf dem Bauernhof besucht hat, der kennt die Lösung. So, jetzt machen wir jetzt Kalb, der Bundesrat kommt. Auf die Frage, was für ins Projekt 30 Jahre Schule auf dem Bauernhof bedeutet, der Johann Schneider-Ammann. Das ist für mich Beweis, dass man erstens zusammenarbeiten kann, nämlich die Schule mit der Landwirtschaft, der Bauernbetrieb mit dem Lehrer. Und was natürlich das Entscheidende ist, dass die jungen Leute einen Einblick bekommen, eine Nähe bekommen, ein Gefühl bekommen. Auf diesem Weg können einschätzen, wie nicht selbstverständlich dass es Lebensmittel ist, das qualitativ hochstehendes Lebensmittel ist. Also es gibt einen Grundeindruck, es gibt einen Begegnung, es gibt ein Gefühl und das ist entscheidend wichtig. Ihr habt ja auch nicht ganz einen direkten bäuerlichen Hintergrund, aber immerhin einen indirekten, durch euren Vater. Ja, ich habe relativ einen intensiven bäuerlichen Hintergrund. Durch meinen Vater, der Tierarzt war und 7 Tage in der Woche
von Bauer zu Bauer ist gegangen und die Kinder jeweils hat mitgenommen. Und ich habe auch einen bäuerlichen Hintergrund, in Anführungsstrich, wenn ich meine Jugendferien quasi vollständig auf dem Bauernhof verbracht habe. Bei meinem Götti und der erklärt habe, was Säumisten heisst, der erklärt habe, was Milch in die Käse bringen heisst und der erklärt habe, was es heisst, mit dem Eiachser rumfahren, was schön war. Oder irgendeinem Ort beim besten zu vieren belohnt zu werden. Was hat euch jetzt hier besonders beeindruckt? Also ganz eindrücklich war der Start von diesem Nachmittag. Mit den Kindern, die in drei Sprachen die Hymne auf die Landwirtschaft gesungen haben. Und nachher war es das Referat, das eingeführt haben, wo die Bereitschaft gezeigt haben von den Lehrern, von den Landwirten, von den einzelnen Bauernfamilien, dass man aufeinander zugehen will, damit man das gegenseitige Verständnis stärken kann und damit für die Landwirtschaft und für den Konsument einen zusätzlichen Einblick hat und damit einen zusätzlichen Nutzen hat. Bauernbetriebe wie der Kleehof der Annemarie und dem Bernhard Lüthi sind typisch für das Mittelland. Und trotzdem gibt es ein paar Besonderheiten. So sucht man da seit rund einem Jahr vergeben nach Milchkühen. Eben, Kühe können wir jetzt nicht mehr anbieten, weil wir keine mehr haben. Warum habt ihr keine Kühe mehr? Weil wir von der Standplatzbreite her, vom Tierschutz her nicht mehr reingepasst haben. Das heisst, hätten das Lager müssen verbreitern, 2 cm. 2 cm? Ja. 2 cm? Und nachher mussten wir den Entscheid müssen treffen, für aufzuhören mit der Milchproduktion. 2 cm? 2 cm, ja. Bis dahin habe ich gehört, dass es an 5 cm schon gescheitert ist. Und habe auch schon gesagt, 5 cm kann sich letztlich nicht scheitern. Jetzt sagt er mir 2. 2 cm. Ja. In dem Stall, wo die Kalber sind, waren eben vorher 20 Milchkühe drin. Und ja, dann hat es dann gescheitert. Wir haben die Frist bekommen. 30. August 2014 hatten wir den gehabt. Und nachher hat man müssen sagen, also, dann hören wir auf. Gut. Das tut weh. Ja. Das tut weh. Ja, so, ja, ich darf jetzt das nicht kommentieren. Ja. Aber ich spüre mich schon. Ja. Die Landwirtschaft ist in Veränderung. Umstrukturierung nennt man das, oder man kann auch Strukturbereinigung sagen. Und jetzt eine ganz persönliche Meinung. Gesteuert wird die Strukturbereinigung mit Gesetzen und Richtlinien, die nur die Grossen erfüllen können. Mit einer Preispolitik, zum Beispiel bei der Milch, Stichwort Aufhebung der Milchkontingentierung, die dazu führt, dass nur der noch konkurrenzfähig bleibt, der in Massen kann produzieren kann. Ein Bauernbetrieb, Käsereien, Medien, oder auch andere Wirtschaftszweige. Die Kleinen lässt man über die Klinge springen. In der Wandelhalle zu Bern können eben nur die Mächtigen mit viel Geld lobbyieren. Um bei den Rindviechern zu bleiben, so fressen dann die Grossen aus den Futtertrögen der staatlichen Subventionen. Und wenn sie den suchen, der alles zahlt, der sitzt bei ihnen daheim auf dem Fernsehsessel. Der Wirtschafts- und Bildungsminister konkret nach den Zielen in der Landwirtschaft gefragt. Herr Bundesrat Schneider-Ammann, wie sehen Sie die Entwicklung der Landwirtschaft in den nächsten Jahren in Bezug auf extensive und intensive Landwirtschaft? Geht die Entwicklung eher hin zu größeren Betrieben? Will man die kleinstrukturierten Bauern erhalten? Oder wie sieht der Trend aus? Also wir haben sicherlich einmal mit der Landwirtschaftspolitik 2014/2017 dafür gesorgt, dass die Landwirtschaft insgesamt ihre Bedeutung behalten kann. Es gibt den Selbstversorgungsanspruch, der bleibt unverändert bei wachsender Bevölkerung. Mit anderen Worten, es muss mehr produziert werden können. Dafür sind die Voraussetzungen geschaffen. Und mit dieser Aussage ist auch die Frage beantwortet, ob es denn intensiver werden soll oder extensiver. Es ist tendenziell sicher
die Produktion, die gefördert ist, und es ist mit Sicherheit tendenziell die produktivere Produktion, die wir suchen. Mit anderen Worten, die Landwirtschaftspolitik 14-17 gibt den Rahmen. Der Bernhard und Annemarie Lütti gefragt, wie sie den Kleehof bewirtschaften. Wir machen hauptsächlich Ackerbau, Herdöpfel, Getreide, Zuckerrüben, Raps und noch Kunstwiese. Und wir betreiben Küngelzucht und Mastkalber. Kühe, Viehwirtschaft, nicht mehr Milchwirtschaft? Milchwirtschaft haben wir seit einem Jahr nicht mehr, weil wir vom Tierschutz her zu wenig Standplatzbreite von 2 cm hatten. Das hat uns gezwungen, aufzuhören mit der Milch, mit der Milchproduktion. Das sind auch so zwangsläufige Umstrukturierungen zur Küngelproduktion. Das ist doch noch etwas Spezielles. Wie lange machen wir das schon? Was ist da genau? Küngelproduktion machen wir seit 11 Jahren. Das ist dort auch schon dazu gekommen, weil wir mit dem Rinderstall nicht mehr im Tierschutz waren. Und wir sind hier Pächter und können nicht einfach schalten und walten, wie wir wollen. Darum hat man eine Alternative gesucht mit möglichst wenig Umbauarbeiten, dass man einfach wieder etwas aufziehen kann, wo man etwas verdienen kann. Bauern, die Landwirte müssen innovativ sein. Jetzt eben macht ihr auch noch Schule auf dem Bauernhof. Was bietet ihr genau an? Wie muss man sich das vorstellen? Wir bieten all das an, was wir auf unserem Hof produzieren. Sei das über Herdöpfel, Getreide, Obst, Hühner, all die Pösten, die man hier heute eigentlich, oder viele von diesen Pösten, die man heute hier sehen konnte, dass wir eben im Zusammenhang das auch praktisch können, den Kindern wiedergeben können. Wie muss man sich diesen Unterricht vorstellen? Wie geht das vonstatten? Da tut die Lehrerin uns anfragen. Und es ist ja meistens so, dass sie im Unterricht zu irgendeinem Thema unterrichtet. Und anhand von dem stellen wir nachher ein Programm zusammenstellen. Was will sie als Ziel haben, dass die Kinder, was den Kindern vermittelt wird. Und ich gebe ihnen Impulse, was von uns her eigentlich möglich ist, was man machen kann. Vielleicht noch ein paar Worte zum Kleehof. Wieso heisst der Kleehof? Liegt das am Gras, das hier wächst? Oder hat das eine weitere Bedeutung? Wie lange gibt es denn schon? Wie lange? Also der Name Kleehof ist erst nachträglich gegeben worden. Er hat ursprünglich Kleegarten geheissen. Und das kommt von irgendwie 250 Jahren vorher, wo sie einen Berner Mattenklee hier gezüchtet haben. In dieser Zeit. Und dann hat der Pestalozzi hier ein Praktikumsjahr gemacht. Und der Kleehof, das kommt eigentlich, der Name kommt von dort her wieder zurück. Was man gesagt hat, sie wollen in diesem Kleehof sagen, nicht Kleegarten. Wie lange führen die das schon? Also, wir sind hier eigentlich die ersten Pächter. Mein Vater war der erste Pächter und wir haben es jetzt übernommen vom Vater. Und das ist seit 1983 sind wir hier. Da wären wieder der Pestalozzi. Bildung und Johans auf dem Kleehof auf Schritt und Tritt. Da läuft dem Johann Heinrich Pestalozzi, der beim Johann Rudolf Schifferli 1767, dem damaligen Besitzer, das Bauern gelehrt hat auf dem Kleehof, der Bildungsminister, der Johann Schneider-Ammann, quasi nach 248 Jahren über den Weg. Du musst schauen, dass der Bundesrat nicht pickt wird. Und noch jemand interessiert sich auf Pestalozzis Pfadverbildung. Es ist Beatrice Limacher, Leiterin vom Schweizerischen Agrarmuseum Burgrain in Alberswil. Ich komme hier an die Veranstaltung, weil wir im Agrarmuseum an einer neuen Weiterentwicklung sind, uns neu positionieren. Und ein Teil davon sind auch Schulprogramme, die wir entwickeln wollen. Wir haben nicht die Schule auf dem Bauernhof, weil wir keinen aktiven Bauernhof bei uns im Museum haben. Aber wir sind dran, auch alternative Programme zu machen, die eben auch für die Schulen die gleichen Themen eigentlich aufnimmt. Das heisst, irgendwann einmal, wenn wäre das so weit, weiss man das schon, können die Schulen zu euch kommen? Den genauen Zeitpunkt können wir noch nicht sagen. Es kommt darauf ab, wie gut dass wir mit unserem Projekt vorankommen. Wir haben aber schon ganz konkrete Pläne
für die Schulen und wollen uns ganz klar auch mit dem Lehrplan 21 dort drin auch mit verschiedenen Playern vernetzen. Und was haben Sie sonst noch so im Köcher? Also unter anderem hast du gesagt, was sonst noch? Also wir tun das Agrarmuseum umstrukturieren mit auf das Thema Ernährung. Dass wir einfach vor allem in der urbanen Gesellschaft oder auch in den Kindern können nachbringen, was ist Ernährung, und zwar vom Teller ausgehen, wie kommt das Nahrungsmittel überhaupt auf den Teller, einen Bezug machen. Agrargeschichte, wie wir es jetzt haben, wird nicht mehr der Hauptfokus sein, aber ganz klar weiterhin ein Bestandteil vom Museum, von dieser Institution. Die Überlegung, die können da so mehr Leute ansprechen, eben gerade auch Schulen. Genau, weil die Gesellschaft hat sich verändert und man muss dort dann auch Rücksicht nehmen. Entschuldigung. Gesagt und gemacht. Die Gesellschaft hat sich verändert und damit auch die Ansprüche an ein Museum. Wer nicht aus bäuerlichen Kreis kommt, hat heute kaum noch eine Ahnung von der Gegenwart von der Landwirtschaft und wie sollen dann die Vergangenheit können erklären. Darum geht es uns darum, dass wir eigentlich auch vom heutigen Tag aus, vom heutigen Thema aus zurückgehen. Es geht uns auch darum, dass wir Trends aufzeigen, dass wir Aktualitäten zeigen, dass wir aktuelle Themen können aufnehmen können rund um das Thema Ernährung, wo ja eigentlich jeder Mensch betrifft in einer Form. Essen muss jeder. Und uns ist es wichtig, dass man auch sieht, dass wir die Schweizer Landwirtschaft auch auf den Tisch bringen können. Dass man auch sehen, also was ist regional, was ist saisonal, was sind unsere Produkte hier in der Schweiz, was hat denn überhaupt Saison? Ich bin der Meinung, da wissen, der grösste Teil weiss nicht mehr, was hat von den Schweizer Produkten überhaupt, wenn Saison, weil man in den Läden einfach rund ums im ganzen Jahr alles überkommt. Da spricht doch die studierte Geschichts- und Politikwissenschaftlerin ganz aus dem Herz von Markus Ritter, Präsident vom Schweizerischen Bauernverband. Markus Ritter, Bauernpräsident, Schule auf dem Bauernhof Schub, was hat das für eine Bedeutung? Ja, für uns ist das ein zentrales Projekt im Rahmen von der Kommunikation, wo der Schweizer Bauernverband zu der Bevölkerung mit Projekten machen tut. Auf der einen Seite über die Produktion von Lebensmitteln, aber auch über alle weiteren Leistungen, die die Landwirtschaft bringt. Als Kommunikationsmittel, ist das wichtig, dass die Leute Bescheid wissen über die Landwirtschaft? Ja, man stellt fest, dass natürlich die Entfernung zwischen der bürgerlichen Bevölkerung und der übrigen Bevölkerung die wird immer grösser. Heute leben 3/4 von der Schweizer Bevölkerung in urbanen Räumen. Und das ist ganz wichtig, dass man gerade schon bei den Kindern anfängt zu erklären, was braucht es, bis man ein Lebensmittel hat, bis das produziert ist. Was steht dahinter? Was macht ein Bauer, eine Bauernfamilie den ganzen Tag? Das ist sehr wichtig. Das Projekt wird in den kommenden Jahren noch wichtiger werden. Das haben wir auch heute in den Referat gehört. Die Weltbevölkerung wächst, das Kulturland geht zurück, aber auch das Wasser, das verfügbare Wasser nimmt ab, das wir haben für die Produktion. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie Lebensmittel entstehen, was dahinter dann auch für Arbeit liegt. Dass Kinder auch da können abschätzen und auch bewusst dann umgehen mit Lebensmitteln und wissen, wenn was auf den Bauernhöfen wachsen tut. Das ist sehr zentral für uns. Stanno andando a bottinare, stanno andando a cercare il nettare e il polline. Vedete, sembra. Sie kommen nicht vom Mars, obwohl es so aussieht und sie auch anders reden, aber sie kommen aus allen Landesteilen der Schweiz auf den Bauernhof. Und jetzt geht es zu den Beinen. Allora, ragazzi, ne manca ancora uno? Ne manca uno? Ah, sì, vieni. Vieni qua. Ho un capello in faccia ma non posso. Lui è una piccola cassa. Questa è una casetta svizzera che si usa nella Svizzera interna e tutte le casse le mettono insieme. Adesso ne apriamo una volta una e vedete un po' com'è. Aspetta, qua non si vede. Vediamo un po'. Ecco, qui lo vedete bene, questo qui è bellissimo. Vedete che quando il miele è maturo viene chiuso con un tappo di cera. Avete capito? E quando il miele è opercolato vuol dire che è maturo. Sauber, emsig wie ein Bäuerli, er, der alles organisiert hat bis ins Kleinste, er sagt sogar im Bundesrat, wo es durchgeht.
Reis Aschbacher, Sie sind quasi Koordinator, Organisator vom Schule auf dem Bauernhof, von dieser Veranstaltung. Was war genau Ihre Aufgabe? Was haben Sie genau gemacht? Also heute ist es vor allem darum gegangen, dass wir den Anlass hier, den wir haben, mit Bundesrat, Regierungsrat, mit dem Präsident der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer gemacht, dass wir den können organisieren zusammen mit der Arbeitsgruppe von Schule auf dem Bauernhof im Kanton Bern. Und meine Aufgabe ist eigentlich so ein bisschen die Oberkoordination und Organisation gewesen. Alle sind gekommen. Es ist ein wichtiges Thema, oder? Es ist ein wichtiges Thema. Ich denke, es wird immer wichtiger. Es sind nicht mehr viele Leute in der Landwirtschaft aktiv. Essen tun wir aber mehrmals täglich. Das ist so. Ich denke, es ist wichtig, dass wir wissen, woher das Essen kommt, was wir täglich auf dem Tisch haben. Das sind insbesondere auch die Kinder wissen. Es ist eine Erfahrung, die sie hier auf dem Hof sammeln können, die sie das ganze Leben werden mitnehmen. Jetzt sind wir ja hier heute eben auf dem Kleehof in Kirchberg. Es wird in der Schweiz auch solche Veranstaltungen durchgeführt. Wo wird etwas so durchgeführt? Es gibt in jedem Kanton eigentlich eine separate Veranstaltung, wo dann vor allem kantonale Politiker, kantonale Entscheidungsträger im Bereich Bildung und Landwirtschaft werden präsent sein und selber auch dürfen miterleben, wie Schüler eben Schule machen, so wie wir es hier national können machen mit dem Bundesrat eben. Schule auf dem Bauernhof, vielleicht das noch kurz erklärt. Was ist das? Wie lange gibt es euch schon? Was ist das Ziel? Gegeben sind es seit 30 Jahren eigentlich als Organisation, kann man so sagen. Es ist so, dass unser Ziel ist, dass eigentlich jedes Kind im Verlauf seiner Schullaufbahn die Möglichkeit hat, auf einen Bauernhof zu gehen, zu sehen, wo das Essen wächst. Das ist unser oberstes Ziel und gleichzeitig arbeiten wir auch daran, dass natürlich die Schulen wissen, dass es das Angebot überhaupt gibt. Zur Organisation vielleicht noch zwei, drei Worte. Es ist ja so, dass die Schule auf dem Bauernhof ist wie auf drei Ebenen gegliedert. Also die Basis, das sind die 400 Landwirtschaftsbetriebe in der ganzen Schweiz, die das anbieten. Und die sind jeweils kantonal organisiert. Kantonal heisst, wir haben in jedem Kanton eine projektverantwortliche Person. Das sind Beraterinnen, aber auch Leute von kantonalen Bauernverbänden, die die Administration dieser Betriebe führen und dort Entschädigung organisieren. Und auf der nationalen Ebene, wo das nationale Forum Schub tätig ist, wo ich auch dabei bin, geht es vor allem darum, um die Aus- und Weiterbildung, es geht darum, um die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, Hilfsmittel und eben auch Bekanntmachung ist für uns ein wichtiger Punkt, den wir jetzt heute auch mit dem Jubiläum natürlich auch angestrebt haben. Haben Sie genug Höfe, oder wenn zum Beispiel jemand noch Interesse hätte, hier auch mitzumachen? Ich denke, nach heute haben wir hoffentlich zu wenig Höfe, weil alle Lehrer wollen Schule machen. Aber es ist so, dass wir natürlich auch dort nicht ganz in jedem Kanton die gleiche Situation haben. Wir haben Kantone, wo man kann sagen, Angebot und Nachfrage hält sich die Waage mit einem stetigen, leichten Wachstum. Es gibt andere Kantone, wo man sagen könnte, dort hier ist sicher auf Seite des Angebots noch ein bisschen, etwas zu forcieren. Aber ich denke, grundsätzlich stimmt im Moment Angebot und Nachfrage zusammen eben mit der Entwicklung, die wir heute haben, stimmt eigentlich sehr gut überein. Okay, danke vielmals. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Wer hat schon mal für einen Bundesrat gekocht? Die Kinder aus dem Welschen haben es können, Crêpe. Und wie ist es? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Je suis. Absolument. Rien d'autre. Rien d'autre. Mais attends, Je m'excuse de manger. Ja, die kommen dann schon noch über. Es gibt mehr als genug. Denn das Essen kommt vom Bauernhof und auf raffinierte Art und Weise hat es wieder zurückgefunden. Auf Umwegen zwar, durch die Hände von Trachtenfrauen, die haben sich aber lustig gelohnt. Ja.
Wer da nicht zugreift, ist selber schuld. So. Christine Bürgi, ihr habt hier gebacken und gemacht. Was gibt es hier heute alles? Wir haben ein grosses Buffet zusammengestellt mit salzigen und süßen Sachen drauf. Käse, Fleischplatten, Brottöpfe, die wir selber gemacht haben. Gemüsige Sachen hat es und dann natürlich auch süße Spezialitäten, die hier im Bernbiet Tradition haben, wie Waffeln, Brezeli, Tirkeli, solche Sachen. Ihr habt es selber gemacht. Wer hat das genau gemacht? Wer war da als Beteiligung? Das sind meine Kolleginnen von der Trachtengruppe Kirchberg und die Umgebung, die hier ganz fleissig am Werk waren für diesen Tag heute. Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen? Die Frau Lütti, die Anne-Marie Lütti, die hier Gastgeberin ist auf dem Kleinhof, ist auch bei uns in der Trachtengruppe und via die Anne-Marie ist der Auftrag zu uns gekommen. Haben Sie selber auch einen bäuerlichen Hintergrund aus der Trachtengruppe? Ja, das habe ich, ja. Ja, genau. Danke vielmals. Der Anlass auf dem Pestalozzihof in Kirchberg zum 30. Jubiläum von Schuh auf dem Bauernhof im wahrsten Sinn des Wortes mit Kopf, Hand und Herz und vor allem herzhaft und herzlich. You know.